Glaubenszweifel. Ein herzliches Grüß Gott heute wieder zum Gedanken zum Tagesevangelium. Wir betrachten heute diese Worte aus dem Johannesevangelium. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Diese Worte zeigen uns, wie wichtig der Glaube an Jesus Christus ist und wie gefährlich Glaubenszweifel sein können, die von Jesus und somit von der ewigen Erlösung wegführen können. Wie sehr Jesus unter dem Unglauben der Menschen leidet, lesen wir am fünften Tag der Barmherzigkeitsnovene, nämlich über all diese, die Glaubenswahrheiten leugnen oder aus der Kirche ausgetreten sind. Jesus sagte: Tauche sie ein in das Meer meiner Barmherzigkeit. Im bitteren Leiden zerrissen sie meinen Leib und mein Herz. Das ist meine Kirche. Wenn sie zur Einheit der Kirche zurückkehren, dann heilen meine Wunden und lindern sie meine Qualen. In ihrer schweren Krankheit wurde die kleine Heilige Therese von Lisieux von schweren Glaubenszweifeln gequält. Sie nannte sie auch Leiden eines Atheisten. Doch sie stand diese Prüfung tapfer durch, indem sie ständig Glaubensakte setzte. Jesus, ich glaube. Gewiss hat sie durch ihre Leiden viele Menschen zum Glauben an Jesus führen dürfen. Der Glaube an Jesus als unseren Heiland und Erlöser ist schließlich der Himmelsschlüssel und bewahrt vor dem gerechten Gerichte Gottes, wie wir im Evangelium gehört haben. Deswegen befragt der Priester den Sterbenden noch einmal nach seinem Glauben. Und der Sterbende bekennt dreimal: Ich glaube. Setzen wir doch oft Glaubensakte an Jesus. Jetzt schon schenkt uns dieser Glaube ein schützendes Gewand, das alles Böse abhält. Und einst bewahrt es uns vor dem gerechten Gerichte Gottes. Herr, ich glaube, Herr, ich hoffe, Herr, von Herzen lieb ich dich, Gottes Sohn, auf den wir hoffen, halt uns deinen Himmel offen. Durch dein Kreuz und Auferstehen ist uns Menschen heil geschehen. In dem Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe stärke mich. Jesus, wir glauben, dass du wirklich da bist und uns selbst jetzt segnest. Und im Namen, in der Kraft Jesu Christi von Nazareth, in der Kraft des Glaubens der heiligen katholischen Kirche, auf die Fürsprache der Mutter Gottes, des heiligen Josef und aller Engel und Heiligen des Himmels, möge die Allmacht Gottes des Vaters, die Weisheit Gottes des Sohnes, die Liebeskraft des Heiligen Geistes dich von deinen Ängsten, Bedrängnissen, vielleicht auch Zweifeln, Krankheiten und Leiden heilen und befreien. Wie Gottes Will so geschehe, und die geschehe, wie du erbittest und ersehnst, zur Verherrlichung des heiligsten Namens Jesu. Und der Segen Gottes, des Allmächtigen, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, komme herab auf dich, auf deine Familie, auf dein Hab und auf dein Gut und bleibe immer da bei dir. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.